Start von der Wanderung. Es geht gleich los. Hallo, Cora. Wo bist du? Wo bist du? Ja, was hast du da? Anziehen erstmal. Ah, hier geht's hoch. Den Wanderweg. Schöne Schafe. Eine dieser Schwarznasenschafe, glaube ich. Dickes Fell. Hallo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du siehst ja gar nichts mehr. Wir sind gestartet von Salwald. Das ist oberhalb vom Mund. Und schauen mal, ob wir heute aufs Gerstown kommen. Ob das klappt und sich das Wetter hält. Bis jetzt ist noch blauer Himmel. Sieht ganz gut aus. So eine Schneise. Lärchenwald. Hoch nach frische Ruhe. Und Kind schläft. Mein Papa. Ja. Puh. Und ich habe noch Beeren gepflückt. Die waren echt lecker. Diese Walderdbeeren, die waren richtig süß. Dann gab es noch Himbeeren. Ein paar Blaubeeren. Okay, ist auch noch eine. Hier ist die Abzweigung vom Bettkriegssee, wo wir schon drauf waren mit Kind. Und wir gehen zum ersten Mal hier geradeaus weiter und hoffen, dass wir da noch hochkommen mit dem Wetter. Also, wir haben jetzt schon 653 Höhenmeter. Es geht immer schön bergauf. Aha, ein bisschen anstrengend. Auch ein paar Sachen im Rucksack. Und schöne Aussicht auf die Berge hier. Super schön. Da oben sieht man einen Vorgipfel. Und da oben die Wolken. Also, man sieht auch schon den Gipfel. Ja, ich glaube, wir schaffen das. Ja, schöner Weg. Mal was Neues hier. Wenn auch nur ein 2900. Was ja nicht schlimm ist. Überall Beeren, lecker. So, Cora, da ist der Gipfel. Du isst schon wieder Brot. Schon wieder Brot? Isst du wieder Brot? Ja. Da sind noch Schafe oben. Oder Ziegen. Ja. Schön. Ja. Der Vorgipfel ist hier. Bisschen. Hallo, ihr seht ja toll aus. Hallo, hallo. Ja, ihr seid aber schön. Ihr seid schön. So schön seid ihr. Ja, hallo. Das ist toll hier in den Bergen. Ihr habt's gut, ne? Lebt immer in den Bergen. Ja, hier geht's hoch. Schön. Dort ist der Aletschgletscher zu sehen. Ganz schön. Sieht irgendwie fast nur nach einer Moräne aus, die man sieht. Aber der hat ja zwei Bettmachern gerade. Und dort der Monte Leone. Das war auch eine schöne Tour. Im Sommer wie im Winter. Ja, sehr schön hier. Ein paar Wolken. Aber wir haben hier noch Sonne hier am Berg. Hier geht's weiter hoch. Noch circa 200 noch was Höhenmeter. Die letzten Höhenmeter bis zum Gipfel. Ja, 2900 ist da eigentlich noch was. Meine Uhr zeigt immer ein bisschen weniger an. 1265 Höhenmeter. Jetzt schön. Geschafft. In 3 Stunden 17. War mit 4 Stunden angegeben. Trotz der Pause. Ja, das war doch mal ganz fit. Aber war auch schon ein bisschen anstrengend. Heute. Puh. Ja, Cora. 13. 2000er.
Also darunter, das war jetzt doch ziemlich anstrengend, ein bisschen steil. Jetzt wird es noch ein bisschen besser. Also doch T4 bergab. Auf jeden Fall in diesem Geröll rumgerutscht. Wenn nicht aufpasst, muss man ein bisschen aufpassen. Also es geht schon, bin ich gerutscht. Ja, vorsichtig. Ja, wir sind beim Abstieg. Ja, Abstieg. Jetzt wird es wieder besser, der Weg. Und sind wieder die Ziegen, die schönen, kleinen. Hallo, Ziege. Ihr seid so süß. Ziegen. Auf den Stein angehalten. Wie schön. Oh, hast du noch was zum Spielen gefunden? Toll? Das ist toll hier im Gras? Ja. Schön im Berg, ne? Ach, schön. Und Papas Schuhe sind toll. So, gleich weiter. Es gibt ein paar Regentropfen jetzt. Wir sind in Brischerou. Im Gerstorn runtergekommen. Schön war's. Sehr schön. Bisschen steil, aber schön. Und hier ist noch eine Kapelle. Und da geht's jetzt einen anderen Weg zurück. Cora, für dich nur eine Spielpause mit Gras und Tannennadeln. Bist du bei Mama oben drauf? Ja, schön. Letzten Meter. So, wir sind fast wieder zurück. Na, Cora, guck mal, ein Minischäfchen. Wie schön. Ist noch ganz klein und müde. Und 1300 Höhenmeter weit? Ja? Oh, nicht die Kamera essen. Und knapp 12 Kilometer und wie viele Stunden? 6 Stunden? Ja. Schön.